Hallo Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Heute gibt es meine Futterroutine und wir zeigen euch, wie wir unser Futter für die Kaninchen herrichten. Als allererstes versuchen wir möglichst viel Blättriges zu füttern, das heißt Salate und Kohl. Kohl eignet sich sehr gut als Kaninchenfutter, allerdings ist ganz wichtig, dass man Kohl erst anfüttern muss. Ansonsten kann das Kaninchen gesundheitliche Schäden erhalten, wie zum Beispiel Blähbauch, das bis zum Tod hinführen kann. Wir versuchen auch sehr vielfältig zu füttern, das heißt, unsere Faustregel ist so, dass wir mindestens pro Mahlzeit 3 verschiedene Sorten verfüttern. Je mehr ist natürlich immer besser, aber wir sagen uns so 3 verschiedene sollte es auf jeden Fall sein. Da wir auch oft gefragt werden, wie oft oder wie viel muss man füttern, beantworten wir das auch ganz kurz in dem Video, weil es da super reinpasst. Und zwar ist es egal, ob ihr einmal am Tag oder 3-mal am Tag füttert. Ihr solltet immer so viel geben, dass bei der nächsten Fütterung noch ein bisschen übrig ist vom Futter. So ist einfach gewährleistet, dass jedes Kaninchen genug Futter abbekommt und nicht eins irgendwie vom Futter immer weggestoßen wird. Da Moritz keine Schneidezähne mehr hat, bekommt er einfach kleingeschnittenes Futter, die wir uns schon länger verfolgen wissen das. Er bekommt entweder das Futter in so Streifen geschnitten, mit dem Schäler machen wir das, oder wir schneiden das Futter in so kleinen Würfeln, dass er das einfach im Mund nehmen kann, kauen kann und auch allerdings halt nichts mehr abbeißen. Leider isst er auch keinen Salat, weshalb er eher so Knollengemüse bekommt. Ja, er ist halt schon im hohen Alter und auch hat nicht mehr allzu viel auf den Rippen. Also sprich, er ist schon ziemlich dünn geworden aufgrund des Alters und deswegen bekommt er jetzt einfach, was er essen will und er hat es einfach verdient und es schadet ihm auch nicht, also er wird dadurch nicht übergewichtig. Die Näpfe haben wir übrigens schon gesäubert, also nicht wundern. Und dann bekommen die Kaninchen auch schon ihr Futter. Moritz hopst immer aufgeregt umher, weil er kann eben von diesem Futter hier nichts fressen. Zusätzlich bekommt er dann auch noch Saaten, die sind gut für seine Gesundheit und helfen ihm auch ein bisschen fitter zu werden. Das ist uns aufgefallen, dass wenn er Saaten bekommt, dass er dann fitter ist. Und zum anderen, weil er wie gesagt schon sehr dünn ist, muskulös schon ziemlich viel abgebaut hat, bekommt er einfach Saaten und... Dass er in Ruhe fressen kann und die anderen ihn das nicht wegessen, kommt er oben hier in die Schutzhütte rein. Das weiß er jetzt auch schon mittlerweile und dann wartet er da oben auch schon immer aufs Futter oder er geht gleich hoch, wenn wir kommen. Zuletzt bekommen die Kaninchen dann auch noch frisches Wasser. Das bekommen sie allerdings nicht bei jeder Fütterung, sondern einfach einmal am Tag. Genau, das reicht vollkommen aus. Außer es ist natürlich leer oder richtig, richtig verdreckt, was aber meistens nicht vorkommt. Zuletzt bekommen die Kaninchen dann auch noch Heu, wenn das leer ist oder wenn nicht mehr genug da ist und ja. Das war's dann auch schon wieder mit unserer Futterroutine. Wir hoffen natürlich, das Video hat euch gefallen und dann sagen wir Tschüss, bis zum nächsten Mal.